Falken Motorsport. Die Eifel ist berüchtigt für ihre Wetterkapriolen. Schon das Zeittraining zum ersten Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft 2012 stellte die Reifeningenieure von Falken vor große Herausforderungen. Nasskalt zeigten sich die nahezu 25 Kilometer Asphalt rund um die altehrwürdige Nürburg. Schwierige Bedingungen für einen Reifen, doch die Entwicklungsarbeit über den Winter hatte sich ausgezahlt. Wolf Hensler ließ die versammelte Konkurrenz hinter sich und sicherte Falken Motorsport die erste Pole Position in der VLN überhaupt. Der Reifen hat super funktioniert heute, aber es war sehr, sehr schwierig. Also ich muss sagen, ich denke, ich hatte einen kleinen Vorteil, weil ich einfach die letzten 5 Runden hier oder die letzte Stunde im Auto saß und miterlebt habe, wo die Strecke dann abtrocknet. Mit den starken Gegnern im Nacken ging Peter Dumbrack in die Einführungsrunde. Vorbei an den unzähligen zum Ring gepilgerten Fans. Als das Führungsfahrzeug ausscherte, begann ein Kampf an der Spitze, der die nächsten Runden fesseln sollte. Peter Dumbrack behauptete die Führung in der ersten Kurve und bog auch in Front liegend auf die Nordschleife ab. Dahinter reihte sich die Creme de la Creme des Nürburgring-Langstreckensports ein. Nur auf einen Fehler von Dumbrack wartend. Doch diesen Gefallen tat der Porsche-Spezialist ihnen nicht. Fahrzeug an Fahrzeug, manchmal auch nebeneinander, wurden die folgenden Runden in einer Geschwindigkeit am Limit der Fahrzeuge und Fahrer absolviert. Doch am Ende der 4. Runde nahm das Drama seinen Lauf. In Führung liegend eilte Dumbrack ein technischer Defekt. Ein ungeplanter Besuch in der Boxengasse war unumgänglich. Ja, als ich im Auto war, hatten wir ein kleines Problem mit dem Vortrieb. Die Jungs haben es jetzt repariert, hat eine halbe Stunde gedauert und jetzt ist der Peter wieder rausgefahren. Und machen jetzt unser Programm weiter, machen jetzt noch ein bisschen Reifentest, nutzen die restlichen 2 Stunden noch und ja, dann schauen wir weiter. Nach einer schnellen Reparatur durch die Boxencrew konnte der Falken Porsche wieder zurück ins Rennen gehen. So viele Plätze gut zu machen, wie nur irgend möglich, als übergeordnetes Ziel. Doch nun griff der Wettergott ins Rennen ein und brachte das Klassement stark durcheinander. 1,25 Stunden vor dem regulären Rennende sah sich die Rennleitung dazu gezwungen, den Lauf abzubrechen. Falken Motorsport verließ den Nürburgring mit der Erkenntnis, dass die Saison 2012 noch sehr spannend werden kann. Falken High Performance Tires. Vom Rennsport auf die Straße.